Hey und willkommen zu Dark Souls, einer weiteren Folge Dark Souls 3. Heute allerdings nicht gegen irgendwelche Bosse und auch nicht mit unserem vierigen Charakter, sondern etwas PvP gegen Funk. Ich spiele so eine Art Kleriker. Wunderbar. In der Verleugnung, Sitzpfeil, Lichtspeer, und Hammer und eine nicht vom Doch. So. Schauen, wie er darauf reagiert. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das war's dann auch schon. Super. Auch ein Wunder, was nicht oft verwendet wird. Kann nicht gerufen. Und da haben wir ihn auch schon. Trinke. Und natürlich erstmal versuchen. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden, also. Oh ja. Der haut instant rein. Wie auch immer das getroffen hat. Der Typ spielt ziemlich offensiv. Okay. Mal schauen, was du hier gegen machst. Sterben. Nice. X wäre damit auch besiegt. Und es geht direkt weiter mit Xavier. Wenn ich gerufen bin. Warum können die alle nicht... Wie weit wird meine Winstreak noch gehen? Ja, gerade eben hätte mich ja fast bekommen. Ach, Mist! Taktik ist inzwischen auch relativ bekannt, aber man kann es ja mal versuchen. Na? Gut, das war ziemlich dumm. Gib mir mal einen Asche-Estus. Ich bin echt ein Fan von Mornhammer. Noch sieht's gut aus. Nice, da hat er meine Range unterschätzt. Hallo, meine Gute.
Okay, sie läuft seitlich auf mich zu. Schlau. Aber nicht schlau genug. Doch, schlau genug. Oh, das könnte meine Winstreak beenden. Tatsächlich. Ja, das war's. GG. Hallo? Aber was macht der denn jetzt? Hey, der macht mir nach. Ernsthaft, den haben wir hier Perry. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Perry, da. Perfekt, ich kann sie nicht zweihändig halten. Und das war's dann auch mit Hehe Bonk zum zweiten Mal. So, letzte Runde gegen die Sternchen. Und dann will ich vielleicht auch mal mit meinem Mage-Charakter, also mit dem Let's Play-Charakter, ein Glück versuchen. Start mit Olaf Sinderschwert? Weiß es nicht. Antifluch Großschild, auch selten gesehen. Aber er scheint es nicht zu overusen. Oh, darauf ist er reingefallen. Könnt jetzt natürlich auch kommen. Aber nochmal Tränen der Verleugnung. Auf Ehre. Ja, dann haben wir wieder Instinkt genommen. Ah, schade. So, mit dem bin ich tatsächlich noch geblutet aus irgendwelchen Gründen. Ich nehme mal das Großschwert des Urteils. Und Hentai. Fühlt sich jemand ganz lustig bei seinem Namen. Ach ja. Dem Bild haben wir auch schon viel gemacht.
Ja. Kommst du mal? Da ist er. Schön mit dem Hexenhut und Pyromantieflamme in der Hand. Winke. Winke, winke. Hundert Schaden? Gönnt er sich anscheinend. Das finde ich jetzt nicht nett. Wow! Heute steht bevor. Dem mache ich natürlich noch mal Winke Winke. Da war die Ausdauer leer. Was? Okay. Gestehe ich ein, die Niederlage. Winke, winke. Winke, winke. Oh Gott, das ist so ein Typ. Okay. Am liebsten würde ich nochmal gegen den. Egal. Das war's. Ciao. Ciao.